Ja, ist natürlich ein geiler Gegner zum Testen. Aber natürlich, die Handschuhe sind heute richtig heiß gelaufen. Ja, ein paar Gegentore zu viel vielleicht, aber daran arbeiten wir noch. Wir sind noch in der Vorbereitung. Aber auf jeden Fall schön, auch so ein Spiel in der Vorbereitung zu haben. Dass wir noch enger verteidigen, dass wir noch mehr das Tor verteidigen wollen und die Umschaltaktion einfach gnadenlos ausspielen. Wir hatten nicht viele Chancen, das wussten wir vor dem Spiel. Ja, und die zwei, drei, die wir eben hatten, müssen dann halt auch irgendwie konsequent verwendet werden, denn sonst klingelt es halt hinten gegen ja, so eine Mannschaft wie Hertha. Ja, in erster Linie sehr, sehr ernüchternd und auch enttäuschend, speziell der erste Halbzeit. Das muss man ganz klar und deutlich sagen, das war eine Nichtleistung, speziell was die Defensivarbeit betrifft. Ganz, ganz viele individuelle Fehler, ganz, ganz viele Fehler in der defensiven Abstimmung, ganz, ganz wenig Mut in der Offensive, sodass wir förmlich den Gegner eingeladen haben. Und das spiegelt eigentlich nicht das wider, was wir bisher in der Vorbereitung uns erarbeitet haben, wie sich die Jungs im Training und auch in den ersten Testspielen präsentiert haben. Das muss ich sagen, das ist dann unterm Strich heute schon sehr enttäuschend gewesen. Ich glaube, dass wir die zweite Halbzeit, die ersten 20 Minuten ein bisschen besser reingekommen sind, ein schönes Anschlusstor durch den Mike erzielt haben. In Summe waren die zweiten 45 Minuten besser als die ersten 45 Minuten, trotzdem unter dem Strich ja, eine enttäuschende Leistung über die kompletten 90 Minuten. Ja, der Fakt ist, dass wir heute gegen den Zweitligisten gespielt haben, wo jeder Einzelne gesehen hat, was zu einem richtigen Bezahlfußballer schon auch noch fehlt. Fakt ist, dass das Defensivverhalten generell nicht gut ist. Und da ist es egal, ob das Hertha BSC ist oder in zwei Wochen Zehlendorf. Wir müssen gewillt sein, in die Zweikämpfe zu gehen und auch gewillt sein, Zweikämpfe zu gewinnen. Ansonsten wird es gegen jeden Gegner schwer. Ja, einfach auch nochmal mit Ball, dass wir das jetzt nochmal auffrischen. Positionsspiel nochmal, wie wollen wir aber auch verteidigen, zusammen als Block, wenn wir anlaufen. Klar, das war heute Hertha, die hatten eine enorme Qualität, aber trotzdem müssen wir das für uns auch nochmal besprechen, dass wir auch Hertha mal pressen können und die zu einem langen Ball zwingen, das ist dann schon ein Erfolg. Und daran geht es jetzt zu feilen, aber wir haben noch zwei Wochen und ich bin positiver Dinge, dass das noch bevor der Saisonstart losgeht, klappt. Ja,